Kopfhörer auflegen. Hallo liebe Zuschauer und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerlein kocht wertvoll hier aus dem Kochstudio Frenkel in Friedrichshafen. Heute werden wir mit einem jungen, attraktiven Mann kochen, der sonst eher auf der anderen Seite zu Hause ist. Ja? Peter Kollmann-Jehle, schön, dass du da bist. Du bist eigentlich eher der Redakteur von Regio oder ein Redakteur von Regio TV. Und bist eher auf der anderen Seite zu Hause und wollte ich heute einfach mal gucken, wie es hinter der Kamera oder vor der Kamera so aussieht. Ja, das auch. Und vor allem, ich will dein Kochgeheimnis ein bisschen auf den Grund gehen, okay, weil ich denke mir, da gibt es einiges zu entdecken. Denke ich auch. Und jetzt fangen wir gleich an. Und zwar darf ich Ihnen das Gericht vorstellen. Ja, Consommé en croûte. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, der ein bisschen frankophilisch oder viel in Frankreich unterwegs ist oder war. Was sich dahinter verbirgt, ist Folgendes. Eine Consommé ist nichts anderes als eine Kraftbrühe. Ja, kommen wir später noch dazu, wie man das genau macht. Und en croûte bedeutet nicht mit Sauerkraut, wie es im Elsass so, yes, so der Fall ist, sondern en croûte heißt einfach unter der Haube, also mit Haube. Ja. Also meine Frau ist en croûte, sozusagen unter der Haube schon. Ja. Ja, okay. Und, ja, und wir starten jetzt einfach mal mit dem Grundprodukt der Consommé. Ja. Also eine Kraftbrühe. Oder für eine Kraftbrühe im klassischen Sinn brauchst du einfach einen guten Grundfond. Ja, das kann Geflügel sein, das kann Fisch sein, das kann Wild sein. Wir haben jetzt einen Geflügelfond genommen in unserem Falle. Ja, und der sollte eigentlich schon sehr, sehr gut schmecken. Einfach ganz normal aus dem Suppenhuhn gekocht, ein paar Knochen dazu, Gemüse, ja, ganz klassisch und einfach schön abgeschmeckt und muss kalt sein. Ja, so kalt wie möglich. Dann werden wir den Fond klären. Ja. Wie wir das machen, haben wir im Vorfeld schon geklärt, aber den Fond selber klären wir jetzt natürlich. Ja? Alles klar. Und dazu brauchen wir das, was hier eigentlich dran sein sollte oder dran war, und das ist hier. Also Geflügelfleisch, am besten durch einen Wolf gedreht. Wenn Sie keinen Wolf haben, können wir es auch mit einer Küchenmaschine machen. Klein schneiden, schauen, dass keine größeren Sehnen drin sind und einfach durchhäckseln. Wenn man es mit Rind zum Beispiel macht oder mit Kalb machen sollte, dann nimmt man einfach Wade, ja, weil da hat sehr viel Gelatine drin, sehr viel Substanz. Ja. So, du kannst mir das schon mal hier. Ah nein, Moment, wir müssen mit was anderem anfangen. Ja. Also, nochmal von vorne. Wir brauchen Klärfleisch, ja. Wir brauchen Gemüse, haben wir hier auch schon grob zerkleinert. Da haben wir ein bisschen Wurzelgemüse genommen. Dann hier separat die Abschnitte von den Champignons, die wir nachher in die Suppe reingeben, weil es gibt auch Aroma. Ja. Und ich denke mal, dass auch Sie gute Ware verwenden werden. Und dann sind die Champignons-Stiele natürlich genauso gut wie der Rest. Ja? Nur einfach in einer anderen Verbindung. Dann haben wir hier Lauch und Zwiebel. Ja? Und Lauch und Zwiebel immer von Hand schneiden. Weil wenn man das durch einen Fleischwolf dreht oder mit der Moulinex oder Moulinette oder dem Küchenmixer zerkleinert, dann fängt es sehr leicht an zu oxidieren und gibt einen negativen Geschmack. Also diese Sachen, alles was zwiebelig daherkommt, immer von Hand schneiden. So, dann brauchen wir ein paar Gewürze. Wir haben Piment, Fenchel, Koriander natürlich, darf nicht fehlen. Ein bisschen Pfeffer und zwei Scheiben Ingwer, ja, und ein paar Kräuter. Hier in dem Fall ein bisschen Rosmarin, Thymian, ja, und Eiweiß, weil Eiweiß nimmt man zum Klären. Ja, weil das Eiweiß einfach den Zweck hat, ab einer gewissen Temperatur alle Trübstoffe, die in der Suppe rumschwimmen, zu binden, ja, und das Ganze dann als Teppich oben abzusetzen. Und dann haben wir eine ganz klare Suppe und darum nennt man diesen Vorgang Klären. Ja. Also dazu brauchen wir jetzt ein bisschen Eiweiß und da brauchen wir auch nicht viel. Also auf die Menge, wir haben es natürlich ein bisschen mehr gemacht, ganz klar. Wann hast du den angesetzt, wenn ich fragen darf? Das ist schon länger. Ja, gestern schon. Gestern. Also kann man gut auch schon im Vorfeld machen. So, du darfst jetzt ein bisschen anschlagen, das Eiweiß. Ja? Dass wir viel Luft reinkriegen, dass es auch die anderen Zutaten gut aufnimmt. Nee, schlagen, habe ich gesagt, nicht rühren. Richtig schlagen. Ja. Alles klar. Ich sehe schon, gibt es viel zu lernen heute. Ne? Schlagen, ja. So, schlagen. Dass da Luft reinkommt von den Profis lernen. Und dass das Eiweiß ein bisschen, ein bisschen auseinander geht und sich ein bisschen öffnet. Okay, das passt soweit. Ja. So, Schneebesen raus. Und jetzt kommen die anderen Zutaten rein. Ja, können wir auch die Kräuter gleich mit reingeben. Das Gemüse. Und dann gibt es auch noch den Begriff Consommé Double. Ja, das ist eigentlich eine doppelte Kraftbrühe. Heißt eigentlich nichts anderes, als dass man die doppelte Menge Klärfleisch dazu verwendet. Ja. Aber wenn Sie sagen, oh, ist mir alles so aufwendig und so, man kann es jetzt zum Beispiel, wenn man einen Rind hat, das ja einen sehr kräftigen Geschmack hat, kann man das eigentlich auch schon
kann man es eigentlich auch mit Wasser machen. Ja? Nimmt man halt ordentliche Menge Klärfleisch und schön viel Gemüse und so und dann nimmt man eigentlich ein Wasser dazu und geht genauso. Ja? Muss einfach nur ordentliche Menge Klärfleisch nehmen. So, das haben wir jetzt da drin und das muss jetzt ein bisschen verknetet werden, dass sich das alles gut vermischt. Ein paar Eiswürfel dazu. Jawohl. Ja, was das Eis da drin verloren hat, das klären wir gleich, ja? Wie das andere auch. Jetzt wird die Hälfte von den Eiswürfeln reingeben. Genau. Das so. Also alles gut vermengen, das ist immer ganz wichtig. Ja. Und je nachdem, wie die Brühe schmeckt, das Ganze natürlich auch ein bisschen salzen. Ja. Weil den Geschmack, den wir jetzt reinbringen, das ist die Maßgabe für das Endprodukt. Ja. So. Und mit diesem Spiel kalt und warm, sag ich mal, was hat es damit auf sich? Ja, was könnten die Eiswürfel? Ja, die sind für kalt zuständig. Ja, klar. Also die Geschichte soll einfach so kalt wie möglich sein. Ja? Deshalb auch die Eiswürfel, weil wir wollen, dass wir eine schöne, klare Suppe haben. Ja? Und darum muss der Ansatz sehr, sehr kalt sein, damit, wenn sich das Ganze dann langsam erwärmt, das Eiweiß die Möglichkeit hat, alle Trübstoffe, die in der Suppe rumschwimmen, zu binden. Ja? Und dann bei ungefähr 70 Grad gerinnt das Eiweiß. Ja, wenn man Ei kocht, dann wird das Eiweiß fest, ja, bindet alle Trübstoffe in sich und auch die ganzen Gemüse und das Fleisch und setzt sich normalerweise oben als kleiner Teppich ab. Ja, und dann ist das Ganze wunderbar klar. Auf? Ja, reindrücken und rumdrehen. Mach schon mal auf 8 oder so. Okay. Also hier einfach wirklich langsam rangehen. Und dann muss man natürlich, weil wir ja Eiweiß drin haben, der sich am Boden absetzt und anbrennen kann, einfach ab und zu, solange es noch kalt ist, mit einer Spachtel richtig am Boden entlang rühren und speziell in den Ecken, damit das Eiweiß nicht ansetzt. Ja. Soll ich mal ein bisschen? Ja, nur ab und zu. Also da brauchen wir jetzt keine großen. Okay, keine. Am Anfang noch nicht. Nee. Und ganz zum Schluss sollte man dann nicht mehr rühren, ja, weil dann hat das Eiweiß ja seine Funktion erledigt und hat das Ganze gebunden und schwimmt oben und dann ist das hinfällig. Das wird dann abgeschöpft, oder muss ich mir das vorstellen dann? Oder was? Das wird dann, lassen wir dann auf der Seite stehen. Dann setzt sich der Teppich, der sich oben abgesetzt hat, ein bisschen. Und dann wird durch ein feines Tuch vorsichtig gegeben. Und dann hast du eine ganz klare und sehr, sehr aromatische. Klare Suppe, einfach eine Consommé. Ja. Und das ist wirklich der Knaller. Und was wir damit machen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Da kommt natürlich eine Einlage rein. Und wir haben ja gesagt, die Consommé en croûte, also kannst du es ruhig aufhören zu rühren. Ja. Kannst du hier an dem Crêpe festhalten. Ja. Also machen wir eine Consommé en croûte mit Waldpilz-Crêpe-Röllchen. Ja. Was da dahinter steckt, ist Folgendes. Wir haben eine sogenannte Farce gemacht, um wieder in Frankreich zu bleiben. Ja. Also einfach ein entsprechendes Fleisch, jetzt in dem Fall ein Hühnerfleisch, ja, Hühnerbrust oder aus dem Keulen, und haben das mit einer entsprechenden Menge Sahne gemixt, fein gemixt und dann Pilze angebraten mit ein paar Schalotten, ja, auch wieder französisch, ein paar Schalotten und das Ganze mit ein paar Kräutern versetzt, abgeschmeckt und unter diese Farce gezogen. Ja. Und das Ganze wird jetzt als Brätstrudel, wird der Schwabe sagen. Okay, oder? Der so Französe sagt natürlich Crêpe-Röllchen. Genau. Also wir haben schöne dünne Crêpe gebacken. Ja? Also Crêpe ist ja was sehr Dünnes. Ja? Und ein Flädle oder ein Pfannkuchen ist dann wieder die bisschen rustikalere Variante. Und da gehen wir jetzt her und streichen diese Farce einfach da drauf. Jetzt rollen ja, das Ganze ein, bitte. Sind wir ja sehr französisch unterwegs heute. Heute sind wir französisch unterwegs, ja. Und auch diese Sachen, gerade Consommé en croûte, ist wie viele andere Sachen auch jetzt gerade wieder modern. Ja. Also okay. Das gab es vor 100 Jahren zu Zeiten der französischen Hochküche und zu Escoffiers Zeiten, gab es das eigentlich schon. Ja. Aber es ist wirklich genial, ja. Und wird einfach jetzt so nach und nach wieder entdeckt. Und auch eben diese Geschichte mit der Blätterteighaube ist eigentlich sehr schön, weil man das Ganze natürlich vorbereiten kann. Also wenn Sie abends Gäste haben sollten, ja, dann kann man das wirklich in der Früh schon vorbereiten, so wie wir es jetzt gleich machen werden. Stellt es in den Kühlschrank rein und wenn die Gäste kommen und den Aperitif nehmen, dann schieben Sie die Suppe bei Ober-Unterhitze 190 Grad in den Ofen, 10 Minuten, Viertelstunde und dann ist der Erfolg garantiert. Und, und den Effekt, den sehen wir ja nachher. Ja. Also jetzt ein Crêpe-Röllchen hier so einrollen, ganz klar, und dann werden wir das. Du hast es ja gerade gesagt gehabt, ne? Französische Küche, ne? Ganz typisch. Mhm. Warst du denn mal in Frankreich unterwegs viel oder so? Oder gibt dir die französische Küche so grundsätzlich viel? Eher in Kochbüchern, ja. Aber, okay. Aber die französische Küche ist natürlich die,
ja, mehr oder weniger die Mutter aller Küchen. Man sagt ja, die entstammt aus der italienischen heraus, ja, weil die italienischen Köche dann am Hofe in ja. Frankreich dann gekocht haben und da entstand diese französische Küche und war natürlich zu den Zeiten, wo ich angefangen habe zu kochen, also vor über 30 Jahren, war das natürlich das Nonplusultra, ganz klar. Ja. Heute schaut es anders aus, heute sind die Skandinavier sehr weit vorne. Ja. Aber damals war einfach französisch das Maß aller Dinge. Also wir rollen das jetzt hier zusammen, ja, haben das in eine Klarsichtfolie reingepackt und jetzt ein bisschen in die Alufolie, um wirklich keine Hohlräume zu haben und dass das Ding richtig schön prall ist und dann wieder ein bisschen lockern. Das ist ganz wichtig, weil sich ja beim Erhitzen dann ausdehnt. Ja. Und das geben wir dann in Dampf oder in kochendes Wasser, das wir aufkochen lassen, die Crepe-Röllchen rein und unterm Siedepunkt 20 Minuten garen und dann ist es gar, ja, und schaut dann eben so aus, wie wir es hier jetzt gleich zeigen werden. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen Einlage reinmachen, jawohl, ein bisschen Gas geben. Du darfst mir gleich, ohne deinen Finger abzuschneiden am jawohl besten, ein paar Scheiben Champignons reingeben. Ja. Wer es total französisch mag und da drauf steht oder wenn sie es an Silvester zubereiten oder zum festlichen Anlass, kann man natürlich auch wunderbar ein bisschen schwarzen Trüffel reingeben. Ja. Am besten halt im Périgord, weil die Investition sich lohnt, weil der andere einfach nicht schmeckt. Ja. Und diese Geschichte mit dem Encroute hat natürlich auch den Vorteil, ja, dass alle Aromen, die sie hier in die Brühe reingeben, sprich an frischen Kräutern oder an einem Trüffel, einem schönen Pilz, ja, oder einem Schuss Cognac, was auch immer, bleibt einfach drin durch die Blätterteighaube. Sieht wahnsinnig schön aus, ja, und wenn sie es dann am Tisch einfach aufstechen, dann strömt einfach dieser Duft und finde ich tolle Sache, ja, die einfach lang in Vergessenheit geraten ist. Bei uns zumindest, in Frankreich gibt es natürlich weiterhin und hat es immer gegeben. Aber ich finde es einfach schön, ja. Und das kann man mit einer Fischsuppe machen, mit einer Gemüsesuppe oder mit allem Möglichen. Ja. Man kann sogar hergehen, kann einen Gulasch mit Gemüse und Kartoffeln kochen, kann das in eine Tasse oder in eine Kokotte reingeben und auch eine Blätterteighaube drauf machen. Also da kann ich wirklich viel, viel draus machen. Ja. Und was für Pilze nimmst du da grundsätzlich? Ja, also Trüffel wäre natürlich ja so die erste Wahl, aber ein schöner Steinpilz, okay, schöner Steinpilz, Shiitake ist auch gut. Alles, was halt aromatisch ist, ja. Eine Morchel zum Beispiel wäre super gut. Also ruhig getrocknete Morchel, die man halt einweicht. Die Morchel, die hat ja von der Konsistenz her, gibt es ja auch so ein paar Leute, die ja, ne, mein Gott, kommen da nicht so drauf. Es wird immer jemand geben, der irgendwas nicht mag. Ja. Richtig. Ja, müssen wir gar nicht so viel reingeben. Okay. Ja. Wir wollen ja keine Pilzsuppe machen, aber das habe ich jetzt in dem Fall nicht geklärt. So, dann kannst du mir hier ein Eigelb reinmachen. Ja. Machst du das Eiweiß hier rein. Ich rühre schon noch mal kurz in der Suppe, einfach um wirklich zu vermeiden, dass es am Boden ansetzt, weil das wäre kontraproduktiv, ja, und würde einen großen Teil des Eiweiß einfach vernichten, das wir ja zum Klären brauchen. Ja. So, lass mal schauen, dass wir das Würstchen da rauskriegen. Ja. Und was sie letztendlich in der Suppe dann unter der Haube verstecken, das bleibt natürlich Ihnen überlassen. Ja. Kann auch ein herrliches Brettklößchen sein oder ein paar Gemüsewürfel, ja, die Gemüsewürfel. Das machst du hier rein. Die Gemüsewürfel kann man natürlich vorher schon machen, ja, und kann dann den Rest von dem Gemüse mit in den Kläransatz verwenden. Ja. So, und jetzt gucken wir mal, was unser Crepe-Röllchen hier kann. Ja, ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Also, wie gesagt, und da kann man alles Mögliche machen. Und da geben wir jetzt überall zwei Stück rein. Ja, ich schneide es dir auf und du kannst reingeben. Eben, und da kann man jetzt auch ein Klößle reinmachen oder nur Gemüse oder ein Stück Rehfilet, ja, zum Beispiel, weil das wird dann in der Zeit, in der die Suppe im Ofen ist und warm wird, wird es genau glasig schön rosa durchgegart. Gut, das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir noch unseren Blätterteig. Ja. Wir werden noch schnell eins demonstrieren, bevor wir in die Werbepause gehen und machen dann die anderen fertig, schieben die in den Ofen. Ja. Kannst du mir hier einen kleinen Schuss Sahne reingeben? Ins Eigelb. Ins Eigelb, ja. Sahne oder Milch. Ja. Wasser, ja, geht natürlich auch, aber dann wird einfach die Haube nicht so schön braun. Und den Blätterteig hast du vorher angerührt? Rückverrühren, genau. Also Blätterteig, ich nehme es natürlich einen gekauften. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich einen selber gemachten auch machen, ja, ganz klar. Aber das ist natürlich aufwendig. So, also ich nehme jetzt einfach hier so ein rundes Teil und schneide es ein bisschen aus. Man kann auch Quadrate ausschneiden. Ja. Und ganz wichtig einfach, dass man es größer macht, als man es braucht. Und warum?
Das werde ich auch gleich erklären. Also man könnte es auch viereckig ausschneiden. Ja, genau. Schau mal. Und ich habe jetzt hier trotzdem eine gute Qualität genommen, natürlich einen Butterblätterteig, weil es duftet einfach komplett anders. Ja? Und vor allem möchte ich zum Beispiel den Blätterteig immer mitessen. Ja? Und wenn ich einen guten Butterblätterteig nehme, ja, dann habe ich da einfach einen doppelten Nutzen davon. So, also jetzt werden wir noch schnell eine machen. Und dann werden wir kurz abdüsen in die Werbung. So, also so drei Viertel voll machen. Ja? Genau, das Eigelb verrühren. Jawohl. Und wichtig jetzt bei der Geschichte ist, dass Sie den Blätterteig vorsichtig drauflegen. Ja? Nicht zu überdehnen, weil sonst reißen die Ränder und dann geht das Ganze nicht auf. Vorsichtig andrücken und was einfach wichtig ist, dass oben der Deckel, der sollte gespannt sein. Ja? Weil wenn er durchhängt, ja, dann kommt er in Kontakt mit der Brühe und dann geht und dann das Ganze nach innen und nicht nach oben. Ja? Also quasi einfach nicht schön, nach hinten los, genau, oder nach innen nicht los. Zu stark runterziehen, weil sonst reißen die Ränder. So. Mhm. Jetzt darfst du mir das schön einpinseln. Jawohl. Genau. Also kann man dekorative Elemente drauf tun aus dem restlichen Blätterteig oder mit einer Gabel einfach ein bisschen Muster reinritzen. Wir lassen jetzt einfach mal planen und gucken, ob das so aus dem Ofen kommt, wie wir uns das vorstellen. Und gehen damit ganz kurz in die Werbung und danach gibt es Consommé en Croûte und natürlich in feinen Tropfen zu trinken. Und die Suppe sollte vielleicht auch schon geklärt sein. Also bis gleich. So, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Unser Süppchen hat in der Zwischenzeit Gas gegeben und fängt gleich an zu kochen, beziehungsweise hat die erwähnten 70 Grad natürlich schon erreicht. Man sieht es hier, ist es wie ein Teppich. Das Eiweiß bindet alle Trübstoffe, ja, und den ganzen Inhalt eigentlich, die Gemüse und das Fleisch. Jetzt sollte man es einfach einmal kurz aufkochen lassen, ja, dass wir wirklich sicher sind, dass das Eiweiß auch alles bindet. Und dann lässt man es in der Regel, sage ich jetzt mal, so eine Dreiviertelstunde, Stunde unter dem Siedepunkt einfach noch ziehen, ja, damit die ganze Kraft und der ganze Geschmack wirklich rausgeht. Ja. Und Sie haben sich die ganze Zeit schon gefragt, was mit diesen Knochen hier passieren wird. Ja. Also wir können das natürlich auch in eine Rinderkraftbrühe, ja, würde ich immer Geflügel nehmen. Ja, und am besten eine Geflügelkarkasse. Jetzt in dem Fall haben wir natürlich das Fleisch von dem Geflügel genommen, um die Suppe damit zu klären. Weil das andere, die aromatischer sind, oder wie muss man das vorstellen? Und das andere trocken geröstet, dass wir kein Fett haben. Ja? Und jetzt haben wir die Röstaromen. Huhn ist eh für mich so Umami, das zu sehr vielen Sachen passt. Ja? Haben die Röstaromen, die einen Geschmack abgeben und natürlich auch ein bisschen Farbe noch. Ja? Und das sieht man jetzt schon ganz wunderbar. Das kocht jetzt auf. Jetzt können wir es ein bisschen runterdrehen und werden uns gleich mal so ein Löffelchen da rausholen, einfach um zu zeigen, dass es funktioniert. Das muss ich jetzt noch ein bisschen setzen, um die komplette Trübung quasi zu entfernen. Aber man kann es eigentlich schon, ja, man kann es schon fast sehen. Ja. Okay. Wenn es sich da so ganz, ja, genau. Also wie gesagt, das muss durch ein feines Tuch passiert werden, ja, aber man sieht schon schön goldgelb und wunderbar aromatisch natürlich. Ja. Und jetzt in diesem Stadium, also erst wenn die Suppe geklärt ist, dann kommen die Knöchelchen rein, ganz vorsichtig rein. Das Jawohl. Könntest du schon mal übernehmen. Das genau, ganz vorsichtig reinmachen. Ja, tu das noch ein kleines bisschen hochdrehen, genau, einfach rein. Ja. Und es gibt einfach nochmal eine tolle Aromatik und einen schönen Geschmack. Ja. Ein Knochenjob quasi. Ein Knochenjob, genau. Ja. Auch darum haben wir dich heute geholt. Ja, genau. Der Mann für die Hasensachen. Fürs Grobe. Der Mann fürs Grobe. Genau. So, und in der Zwischenzeit sind natürlich unsere en Croûtes wunderbar aufgegangen. So sollte das Ganze aussehen. Ja? Und für den Geschmack und für den Inhalt ist man natürlich selber verantwortlich. Aber schon wenn man den Ofen aufmacht, es duftet einfach herrlich, weil wir eben Butterblätterteig genommen haben. Und ja, nur so geht's. Ja? Wunderbar. Ganz schön. Ja. Das ist dem Ganzen die Krone aufgesetzt, genau, quasi. Schaut ja aus wie so Halbmonde. Dann nennen wir das Ganze Peterchens Mondfahrt. Alles klar. Ja, so, jetzt müssen wir zur Fahrt, ne, dass sie nicht ganz trocken ist. Was nehmen wir dazu? Ja, nur ein Wein. Das sind wir mal nicht in Frankreich. Ja, wir können es auch zwei Gold nennen. Also einfach einen zweiten Hedwighof vom Sepp Moser. Tolles Weinchen. Passt natürlich zu dem kräftigen, aromatischen Geschmack der Suppe. Und ich hole noch die anderen en Croûtes raus. Genau.
Und was das Schöne eben hier bei der Sache ist, ja, man muss sich nicht unbedingt beeilen. Man kann es natürlich auch auf ein Blech tun und das ganze Blech in den Ofen schieben. Dann hat man es, wenn man es für mehrere Personen kocht oder für mehrere Gäste zubereitet, hat man es einfach einfacher. Ja. Aber hier muss man es nicht Panik haben, dass die Suppe sehr schnell kalt wird, sondern kann es in aller Ruhe servieren. Ja. Die Kruste oder die Krut oder die Haube, die wird so bleiben, die fällt uns auch nicht zusammen. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, nach einem ersten Schluck Wein, was sich unter dieser Haube verbirgt. Peter, war doch mal schön, auf der anderen Seite zu stehen. Viel zu lernen heute, ja, absolut. Wir hätten noch ewig weiterreden können, aber leider ist die Sendezeit begrenzt. Durchaus passend. Nimm doch du schon mal unsere beiden Gläser mit rüber. Ja, eben. Wie gesagt, das Süppchen ist noch eine gute Stunde ziehen lassen, ja, ganz leise simmern und dann kommt die ganze Kraft noch raus. Und da schon hat man wieder was ganz Tolles für die nächsten Gäste. So, also dann schauen wir mal, was sich unter der Haube verbirgt, ja, und ob wir es richtig gemacht haben. Der Dampfmoment, der Aromamoment. Genau, also hier einfach der Vulkanausbruch. Kurz rein. Ja. Normalerweise gibt man natürlich den Blätterteig weg. Explosion. Aber ich bin mir sicher, wenn Sie das in Frankreich in einem guten Hause zu sich nehmen, dann wird auch der Blätterteig sehr wahrscheinlich hausgemacht sein oder zumindest mit Butter gemacht. Ja. Ja, man riecht schon, also es kommt toll, einfach tolle Sache. Ja. Und man kann dann durchaus, wie gesagt, den Blätterteig essen. Der natürlich von innen auch noch ein bisschen Aroma angenommen hat. Ja. Und der Rest. Köstlich, muss jetzt nur erstmal freilegen. Eben, das ist für mich jetzt so ein typisches Wintergericht. Ja. Ja. Man kann es gut vorbereiten, sieht wahnsinnig gut aus im Ofen. Und verbreitet natürlich schon, wenn man den Ofen aufmacht, den Blätterteig, verbreitet schon einen schönen Duft. Und dann, wenn man es öffnet, ja, und wie gesagt, sollte man sich das mal gönnen, unbedingt einen richtigen Périgord-Trüffel zu nehmen, der als schwarzer Trüffel einfach ein Aroma abgibt, wenn er warm ist, also wenn er richtig heiß gemacht wird. Und der weiße Trüffel, den sollte man eher so lauwarm verwenden. Ja. Also der wäre auch fehl am Platz, der weiße. Darum am besten einen schwarzen nehmen. Das wäre natürlich nochmal eine ganz andere. Ja, herrlich, oder? Super. Wunderbar. Soul Food für den Winter quasi. Hab mich sehr gefreut, dass du da warst. Super interessante Sache. War mir ein Vergnügen. Jetzt noch einen schönen Schluck Hedwighof. Ja. Und dann werden wir ganz in Ruhe unser Süppchen, das der Peter uns eingebrockt hat, auslöffeln. Würde mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, Feuerlein kocht wertvoll. Bis dahin. Peter. Sehr gut. Zum Wohl.